Hallo und herzlich willkommen bei den FIFA Flash News. Für euch schnell zusammengefasst die neuesten FIFA News. FIFA Mobile ist raus und EA präsentiert dazu einen neuen Trailer. Es wurde einiges erweitert beim Gameplay und Grafik. Einige Neuheiten sind nun auch am Start, darunter auch ein neues Chemiesystem. Was noch alles neu ist beim Gameplay, habe ich bereits in einem Video euch gezeigt. Hier nochmal die Zusammenfassung dazu. Der Download-Link ist in der Videobox. Man hat aber nicht nur die Grafik verbessert, sondern auch allgemein die Animationsqualität. Zudem wurde das Augenmerk darauf gelegt, dass es flüssiger läuft. Auch die Torjubelszenen wurden erweitert und verbessert. Sowas wie der Dab ist nun auch am Start und weitere Jubel. Mit der Engine-Verbesserung hat man nun auch für realistischere Kollisionen gesorgt und bessere Kontrolle übers Abwehrverhalten. Dazu kommt in der Offensive die Möglichkeit, mehr Spezialbewegungen auszuführen, wie der Übersteiger, Laufbahnwechsel oder Hackentrick oder den Rainbow oder Roulette, die jetzt noch besser aussehen sollen. Ein neues Freistoßsystem wurde ebenfalls integriert. Der erste der insgesamt 6 Food Champions Cups findet vom 30. November bis 2. Dezember 2018 im rumänischen Bukarest statt. Das Turnier ist das erste große FIFA 19 Global Series Event der Saison. Spieler mit Food Champions Verifizierung nahmen am 20. und am 21. Oktober an einem Online-Qualifikationsturnier teil, um die Teilnehmer des EA Food Champions Cups zu ermitteln. Insgesamt 64 Spieler, 32 auf PlayStation 4, 32 auf Xbox One, kämpfen in Bukarest 3 Tage lang nicht nur um den Titel des ersten EA Food Champions Cups Gewinners der Saison, sondern auch um bis zu 1500 Global Series Punkte und einen Hauptgeldpreis von 50.000 US-Dollar. Denkt dran, seit FIFA 19 müssen E-Sportler auch für die Global Series gewisse Punkte sammeln, wie wir, um uns bei der Weekend League qualifizieren zu können. Es geht los! EA ballert erste Road to Final Champions League OTW Live-Karten raus. Demnächst wohl immer mehr und mehr dazu. Ob diese Spieler nur in Packs erscheinen oder SBCs dazu kommen und ob es bei diesen 3 Spielern bleibt, kann ich euch während der Produktion dieses Videos leider noch nicht sagen. Aber ihr werdet es bestimmt erfahren, wenn ihr einfach FIFA startet und es soweit ist. Ich glaube, dazu braucht man dann kein Video machen. Aber hier einfach, dass ihr Bescheid wisst. Wichtig dabei ist zu wissen, dass nur die Champions League Live-Karte sich bei einer guten Champions League-Leistung dynamisch positiv verändern wird und nicht dieselbe OTW-Karte, falls es zudem überhaupt kommen sollte, dass ein OTW-Spieler auch ein CL-Live-Spieler werden kann. Wer es noch nicht weiß, aktuell läuft das Voting vom Spieler des Monats Oktober der Bundesliga. Nominiert ist Jovic, Hofmann, Alea, Halstenberg, Hakimi und Sancho. Natürlich, Gerüchten zufolge, wird natürlich wieder der bekannteste oder den man am meisten feiert gewählt. Deswegen ist Sancho aktuell in Führung, falls du irgendwelche Tipps brauchst für Trading. Link zum Voting in der Videobox. Und wenn wir schon bei diesem Thema sind, der Player of the Month Oktober der Premier League ist bekannt und es ist Aubameyang geworden. Hinweis, hast du schon gute Stürmer, dann überlege dir sehr gut, ob du diese SBC machen willst. Man benötigt den normalen Auber selbst und sein Preis ist so hoch gegangen, dass sich eigentlich ein Verkauf schon mehr lohnt. Zudem solltet ihr alle wissen, dass demnächst noch der Black Friday ist. Das heißt, dass in den nächsten Tagen ein heftiger Preisabsturz stattfinden wird zu jedem Spieler. Deswegen achtet darauf und wenn ihr noch viele Spieler habt, ich gehöre übrigens dazu, verkauft sie so schnell wie möglich jetzt an diesem Wochenende, weil sonst könnt ihr sie vielleicht demnächst nicht mehr gut loswerden. Und das ist die Karte, die es jetzt gibt. Und zwar eine 89er von Aubameyang. 95 Pace, ja, 86 Schuss, 79 Pass, 83 Dribbling, 39 Defensive und 73 Physis. Der Preis aktuell, um die SBC zu machen, liegt auf der PlayStation schon bei 600.000 Coins. Bei der Xbox ungefähr derselbe Preis. Und auf PC schon bei 723.000 Coins. Deswegen überlegt euch gut, wegen so ein paar Upgrades, ist nicht wirklich viel, wie die meisten schreiben auf Twitter, ob sich das wirklich lohnt. Skandal beim Turnier United. Der bekannte YouTuber Phineas hat geschummelt, wie die Bilder klar beweisen. Es heißt, dass man das mögliche Preisgeld für Fatal verwenden wollte. Phineas wurde mit sofortiger Wirkung disqualifiziert und Zhenya Wok ist nachnominiert worden. Link zu seinem Kanal in der Videobeschreibung.
Das war's mit den FIFA Flash News. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr diese Art von Format mögt. Das wäre Weltklasse und bis zum nächsten Mal.